Die Gewitter bzw. Unwetter nehmen jetzt erstmal ein Ende und wir kommen rein in eine sehr, sehr trockene Phase mit teilweise auch sehr, sehr viel Sonnenschein und sehr, sehr warmen bis heißen Temperaturen. Also eine Hitzewoche könnte uns dann doch jetzt erreichen oder die erwartet uns jetzt eigentlich mit Temperaturen, vor allem am Samstag örtlich bis zu 36 Grad. Und damit begrüße ich euch alle ganz herzlich hier bei Justins Wetter zu diesem morgendlichen Wetterupdate. Fangen wir mit diesem wunderschönen Hintergrundbild hier an. Mit diesem Sonnenschein und das passt einfach zu diesem Sommer, den es jetzt geben wird. Das wird nämlich die trockenste Phase bisher in diesem Sommer werden. Legen wir los und wenn ihr Fotos, Bilder, Videos etc. habt, schickt sie mir gerne an justinswetter@gmail.com oder auf meinem Discord-Server. Sehr, sehr gut geht das auch auf Discord, wie gesagt, Instagram und auch auf Facebook. Dort heiße ich übrigens auch Justinswetter. Gehen wir rein und schauen wir uns die Tageshöchsttemperaturen jetzt vom gestrigen Tag an. Und dann hatten wir dann vor allem Richtung Westen Temperaturen bis zu 26 Grad. Richtung Osten war es doch sehr, sehr warm bis heiß mit Werten, die dann schon über die 30 Grad Marke deutlich angestiegen sind. Also 32 Grad wurden dann schon örtlich gemessen. Auch im Süden war es dann doch sehr, sehr verbreitet, sehr, sehr warm bis heiß. Und das wird sich auch noch fortsetzen. Schauen wir uns die Wetterlage an und da hätten wir im Süden Hochs, dann hätten wir Richtung Osten ein Hoch und weiter Richtung Osten dann wohl zwei Tiefs und dann noch Tiefs, die dann vor allem am heutigen Dienstag noch wechselhaftes Wetter bringen Richtung Atlantik und Richtung britische Inseln. Und diese Tiefs werden heute nochmal für Schauer und einzelne Gewitter sorgen. Und die Temperaturen in 1500 Metern Höhe dazu sehen wie folgt aus, dass wir im Süden und Osten sehr, sehr warme bis heiße Temperaturen in Süd- und Osteuropa sehr, sehr warme bis heiße Temperaturen in 1500 Metern Höhe hätten. Mit Werten dann bis zu 25 Grad. Auf den Südosten von Europa schauen wir in den Ensembles später noch drauf. Da schauen wir nämlich mal auf Budapest. Gehen wir rein in die aktuelle Wetterlage oder auf das aktuelle Wetter. Und da hätten wir dann am heutigen Dienstag vor allem Richtung Osten einzelne heftige Gewitter, die hier berechnet werden. Richtung Westen und Richtung Norden einzelne Schauer, Richtung Süden freundlich. Und in den Alpen kann es das ein oder andere durchaus heftigere Hitzegewitter mal geben. Und das Ganze bei Temperaturen zwischen 20 und 28 Grad. Hier jetzt nochmal die Temperaturenkarte. Wie gesagt, hier Richtung Osten diese 20 bis 28 Grad, die hier aktuell berechnet werden. Richtung Polen, Richtung Tschechien, sehr, sehr warm bis heiß. Und teilweise auch Richtung Südosteuropa, diese extrem heißen Temperaturen. Und gehen wir rein, schauen wir jetzt auf den Mittwoch. Dann doch verbreiteten Sonne-Wolken-Mix. Es wird mehr Sonne geben als Wolken und in den Alpen wieder einzelne Hitzegewitter, die durchaus auch etwas kräftiger mal ausfallen könnten, natürlich nicht ausgeschlossen. Die Tageshöchsttemperaturen ein bisschen niedriger als am Dienstag noch, vor allem Richtung Osten, hätten wir dann noch Temperaturen nach jetzigem Stand zwischen 23 und 27, eventuell auch 28 Grad und Richtung Oberrhein auch sehr, sehr warm bis heiß. Gehen wir dann direkt rüber in den Donnerstag und der Donnerstag wieder Sonne-Wolken-Mix an den Alpen und in den Alpen einzelne heftige Wärmegewitter durchaus möglich mit der üblichen Gefahr bei Hitzegewittern. Aber sonst in Deutschland mehr Sonnenschein als mehr Wolken, also es wird dann jetzt eine sehr, sehr ruhige Phase werden. Und die Temperaturen, die würden dann bei 22 bis zu 31 Grad liegen. Schauen wir dann uns die Höchstwerte an und die sind dann schon deutlich höher als am Dienstag und am Mittwoch entlang des Rheins. Wie gesagt, diese sehr, sehr warmen bis heißen Temperaturen in 2 Metern Höhe von teilweise bis zu 32 Grad, die hier aktuell berechnet werden. Aber das sind jetzt hier die Maximaltemperaturen, das wird sich irgendwie so im Mittel einfinden. Schauen wir uns jetzt noch den ersten groben Trend für Freitag und Samstag an. Am Freitag in der Nord- und in der Nordhälfte und in der Mitte dann doch Sonne-Wolken-Mix mit mehr Sonnenschein als Wolken. Im Süden dann schon einzelne Hitzegewitter durchaus möglich, die dann auch mal aus den Alpen herausziehen können. Und das Ganze würde sich bei Temperaturen zwischen 22 und 34 Grad abspielen. Und der Samstag würde dann vor allem Richtung Westen und Richtung Süden schwere Gewitter mit Unwetterpotenzial bringen. Hier könnte die Hitze dann so langsam wieder nach Osten abgedrängt werden und die Temperaturen würden dann bei 25 bis zu 36 Grad liegen und dazu wird es einfach sehr, sehr unangenehm schwül. Schauen wir uns die Tageshöchsttemperaturen jetzt noch vom 19.07. an und da wie gesagt im Westen, im Osten und im Süden diese sehr, sehr heißen Temperaturen, aber teilweise auch im Norden diese extremen Temperaturen mit Werten, die dann doch an die 33, 34, 35 Grad rangehen sollen.
einen Tag später, hier jetzt in diesem Fall Richtung Samstag, auch wieder im Südwesten diese sehr, sehr warmen bis heißen Temperaturen. Auch im Nordosten sehr, sehr warm bis heiß mit Werten, die dann bis zu 36 Grad ansteigen könnten. Da kann man dann meistens 1, 2, 3 Grad draufrechnen. Und dazu dann noch die Gewitter im möglichen Unwetter, zumindest am Samstag, vor allem in der Westhälfte, deutlich erhöhtes Unwetterrisiko. Aus den Alpen heraus ebenfalls auch schwere Gewitter möglich. Und die, an den Kelbwerten sehen wir dann doch eigentlich sehr, sehr gut, dass wir hier im Süden dann doch deutlich erhöhte Kelbwerte hätten, aber auch im Westen diese deutlich erhöhten Kelbwerte. Wollen wir dieses Thema jetzt abschließen, gehen wir noch auf den wärmsten Lauf, der nach dem 12er-Lauf von gestern berechnet wurde. Und dann hätten wir eine sehr, sehr warme bis heiße Südostströmung. Auf der anderen, dann hätten wir dann noch ein Tief, wohl mehrere Tiefs hier im Norden. Das Ganze würde wieder sehr, sehr schwül werden und die Gewitter- bzw. Unwettergefahr wäre dann auch wieder deutlich erhöht. Im Süden dazu ein paar Hochs und das die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Und da würde dann die sehr, sehr warme bis heiße Luft aus Süden zu uns gelangen mit Temperaturen in 1500 Metern Höhe in der Südhälfte, die dann doch schon an die 20 bis 25 Grad Marke ansteigen könnten. Schauen wir uns dann jetzt noch den kältesten Lauf an und da sehen wir dann, dass aus dem Nordwesten sehr, sehr kühle Luft nach Deutschland gelangen würde. Dazu sehr, sehr viele Tiefs, vor allem hier Richtung Osten, sehr, sehr viele Tiefs, dann Richtung Westen, Richtung Atlantik, doch einige Tiefs aktiv, sonst Richtung Süden eher die Hochdruckgebiete und die Temperaturen in 1500 Metern Höhe relativ kühl mit gerade mal 0 bis 10 Grad in 1500 Metern Höhe. Das wäre dann doch wieder pures Herbstwetter. Schauen wir uns die Niederschlagsmengen jetzt bis zum 25.07. an. In den Alpen sehr, sehr viel Niederschlag, der hier aktuell berechnet wird. Sonst auch verbreitet immer mal wieder kräftige Niederschläge durchaus möglich. Ist jetzt aber nichts sehr, sehr Extremes. Aber da, wie gesagt, da kommt dann doch einiges an Niederschlag wohl auf uns zu. Mit Niederschlagsmengen in Alpen von über 100 Liter pro Quadratmeter. Sonst bei 50 bis 100 Liter pro Quadratmeter auch relativ nass. Nach dieser trockenen Phase ja zumindestens. Schauen wir uns dann jetzt noch die Ensembles an. Fangen wir im Norden an und da sehen wir dann doch hier diese weiße Linie ist das Mittel aller Modellberechnungen. Die rote Linie ist das Mittel der letzten Jahre. Und da sehen wir dann doch erst diesen warmen Trend hier am Anfang und dann gehen wir hier runter auf eher unterdurchschnittliche Temperaturen mit einigen Niederschlagssignalen. In diesem Fall jetzt hier für Husum gehen wir in den Osten nach Forst in der Lausitz. Auch hier dieser Absturz dann gut zu erkennen mit einigen Niederschlagssignalen, die hier aktuell vorhanden wären. Und wie gesagt, die Niederschlagssignale sind dann doch weitestgehend vorhanden. Gehen wir dann in den Süden, auch hier dieser Abwärtstrend und dann eher diese durchschnittlichen Temperaturen bis leicht unterdurchschnittlichen Temperaturen mit einigen Niederschlagssignalen, die dann hier vorhanden wären, mal als Schauer, mal als Gewitter, mal würde aber auch ein Regengebiet über uns hinwegziehen. Zum Schluss der Westen, in diesem Fall Ratingen. Und da sehen wir auch hier diesen Absturz auf eher unterdurchschnittliche Temperaturen mit einigen Niederschlagssignalen, die dann hier vorhanden wären. Und jetzt habe ich noch einen ganz interessanten Lauf für euch mitgebracht. Manche hatten gefragt für den Lauf nach Budapest, da haben wir ja aktuell diese sehr, sehr große Hitze. Und da sehen wir alles sehr, sehr weit überdurchschnittlich hier mit Temperaturen in 1500 Metern Höhe, die dann doch an die 20 bis 25 Grad Marke dran gehen würden. Also das wäre dann doch eine sehr, sehr heiße Phase und dann gehen wir dann zum Ende des Vorhersagezeitraums eher auf durchschnittliche Temperaturen und hier im Vergleich zu uns im Budapest sehr, sehr wenig Niederschlagssignale, die wir hier dann hätten. Das müsste es jetzt eigentlich auch schon mit diesem Wetter-Update am Morgen gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Vielleicht knacken wir ja dann bald noch die 2400 Abonnenten. Ich würde mich sehr drüber freuen. Schaut doch gerne mal im Online-Merch-Shop vorbei. Werdet Kanalmitglied gerne. Das ist wie gesagt alles kein Muss. Und wir sehen uns dann in der nächsten Wettervorhersage in den nächsten Tagen bzw. heute Nachmittag wieder.